Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute mal wieder Subnautica, meine lieben Freunde. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare und die Likes. Das gefällt mir so sehr, Leute. Und bitte das Liken nicht vergessen, damit ich, dieses Projekt, damit ich mich von den anderen YouTubern so, bam, damit wir zeigen können, wir sind die King Crew, Bitch. Vielen, vielen lieben Dank, Leute, für eure Unterstützung. Das ist sehr lieb von euch. So, aber wie versprochen, werden wir jetzt zu unseren Emergency Supplicage, los, Eiern, es wird nämlich wieder hell, es ist alles am Stüssel und, ich habe ja ehrlich gesagt ein bisschen Panik, dass uns jetzt hier, die dicken Fische entgegenkommen, aber es nützt nichts. Es ist ja Teil vom Spiel, wir müssen dahin und, wir werden uns mal ein bisschen beeilen. Ich verstehe halt nur nicht, warum uns die Alte die Sachen nicht einfach direkt vor die Nase wirft. Ah, das ist nämlich so, Ach so, ich dachte, was ist das denn? Okay. So, aber erst nochmal ein bisschen Luft schnappen. Wir müssen jetzt hier unter den... Ich versuche mich hier ein bisschen hier dran zu halten. Ah, da ist es ja schon. Oh, eine Databox. Hi, Captain O2 Tank. Nice. Warte. Scan. Warum kann ich das nicht scannen? Die Höhle interessiert mich jetzt aber doch schon ein bisschen. Ah, kommt, Leute. Pass auf, wir speichern und gehen dann in die Höhle rein. Ich habe hier schon Bock. Warte mal, wie sieht unser Tank aus? Okay. Nochmal eben kurz, bevor wir da reingehen, eben einmal auftanken. 30 Sekunden. Okay, und jetzt. Auf geht's. Aber irgendwie fehlt hier noch was, weil... Oh, das kann ich scannen. Na gut, komm, ab in die Höhle. Was hier auf uns wartet. Falls hier überhaupt was auf uns wartet. Die Höhle ist ja echt krass verwinkelt. Oh oh. Ein bisschen genervt, oder? Was haben wir denn hier so Schönes? Oxygen. Oh! Was war das? Mit. Das nennen wir erstmal tiefe Stelle 1, damit wir wissen, was hier Sache ist. Okay. Dieser Fisch ist das, glaube ich. Also irgendwas habe ich hier noch nicht genommen. Okay, die Datakiste habe ich.
Also um ehrlich zu sein, wundert es mich, dass ich das hier nicht scannen kann. Das habe ich gescannt. Was? Violette? Jo. Egal, so. Dann mal da unten mal rein. Das ist ja schick. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Über 100 Meter in die Tiefe. Ich muss hier raus. Ich schaff das mit der Luft nicht. Oh oh. Nein. Verdammt. Nee, das reicht nicht aus, unser Sauerstoff. Aber wir haben ja irgendwas Neues gelernt, ne? Ja, hier. Den großen. Aber dafür brauchen wir Silber. Okay, das war jetzt natürlich ein spannender Ausflug. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal hingehen sollen. Wir brauchen halt Silber, ne? Jetzt habe ich, bin ich auch ganz ehrlich, habe ich nicht drauf geachtet, ob es da unten Silbervorkommen gab. Ne? Komm, scheiß drauf. Einfach nochmal hin. Es sah da unten ja schon interessant aus. Ne? Da kann man ja nicht anders sagen. Muss ich halt nur mal gucken, ob ich da unten Silber finde. Ne? Also, wir brauchen Silber, damit wir den größeren Lufttank machen können. Ich habe jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, ob es hier unten Silber gibt. Aber guck mal hier, doch, gibt es. Das ist Titan. Da haben wir doch Silber. Salzablagerungen. Haben. Habe ich ja gar nicht gesehen.
30 seconds. Jetzt. Ach so, das System ist wahrscheinlich unten komplett miteinander verbunden. Das könnte natürlich einiges erklären. Aha. Aber wir haben Silber. Und jetzt gehen wir erstmal zurück zur Base. Und dann machen wir uns den größeren. Weil Kristall haben wir ja auch genug. Und somit können wir noch länger unter Wasser bleiben. Ich bin ja mal gespannt. So. Kator. Nee, warte mal. Da. Glas, so. Damals war es zweimal Dingen und dann hat man Glas bekommen. So. Das ist auch noch so geblieben. Was brauchen wir jetzt noch? Ach, ich brauche zweimal Glas. Ups. Gott sei Dank haben wir hier uns einiges angesammelt schon mal. Das ist nämlich sehr gut. Das sollten wir uns auch wirklich dran gewöhnen, dass wir das immer wieder alles mitmachen. Jetzt muss ich noch eben meinen Standardtank hier reinziehen. Und dann müsste ich eigentlich... Ja. Standard und High. Nice. Haben wir schon wieder den nächstgrößeren. Läuft. Läuft. Wie sieht unser Essen aus? Ich sollte mal eben gleich nochmal einen Fisch jagen gehen. Also was? Ich stelle ihn jetzt einfach mal her. Vielleicht schalte ich dann was Neues frei. Tue ich leider nicht. Schade. Repair Tool. Den Laser Cutter. Ja, muss ich nochmal lernen. Ja, da muss ich ja noch die anderen für finden. So. Schade, ich dachte, ich schalte was frei, wenn ich den hier. Ja? Aber gut, so haben wir schon mal herausgefunden, wo wir Silber herbekommen. Davon habe ich jetzt auch noch ein paar. Davon habe ich auch noch ein paar, falls ich mir einen Anzug machen kann. Jetzt schnappen wir uns mal eben ganz kurz. Oh, ich vergesse da. Eben schnell einen Fisch, weil wir brauchen was zu essen. Und dann werden wir. Boah, guck mal, jetzt können wir schon 129 Sekunden unter Wasser bleiben. Das ist natürlich schon mal nice. Komm her. Hey. Oh, war ein Pinguin? War ein Pinguin. So, wir sammeln uns jetzt erstmal was zu futtern. Hey, komm her. Danke. Das sind die ganzen Pinguine. Ess nicht meine Fische. Danke. Du Boomerang-Fisch. So. Jetzt machen wir uns erstmal was zu essen. Einen leckeren Boomerang-Fisch. Der muss auch doch dahin. Das wurde nicht angezeigt. Das scheint ein kleiner Fehler zu sein. Wunderbar. Und jetzt gönnen wir uns erstmal. Oh, Schmacko. Warte mal, kann ich denn schon... Da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Nee. Schade, ich kann noch nicht das Ding herstellen zum Bauen. Das müssen wir wohl finden. Aber jetzt, wo es dunkel ist, gehen wir eh nicht runter. Der Subbleed-Drop, ey. Sieht aber hier schon so interessant aus. Ah, warte mal, wenn ich mich richtig erinnere, müssten wir jetzt hier Eisen rausbekommen. Läuft. Mein Gott, das ist ja Puppe dunkel hier. Ah, wenn es dunkel ist, ist es immer so scheiße, rauszugehen. Vor allen Dingen, wenn du noch keine Waffen hast, um dich zu verteidigen, ne? So,
Sollten wir auf jeden Fall dann hier schon mal sammeln. Was haben wir da? Kupfer. Wir müssen nämlich auch wirklich noch ein bisschen Kupfer fahren. Und diese Dinge, damit wir uns Batterien herstellen können, Leute. Wisst ihr? Damit, falls wir mal unterwegs sind, will ich so ein oder zwei Ersatzbatterien bei uns haben. Damit wir, falls uns unerhofft mal der Strom ausgeht, dass wir uns auf jeden Fall immer direkt wieder eine Batterie wechseln können, ne? Und sofort weiter loslegen können. So. Ah, hier haben wir sie, ja. Wunderbar. Es wäre auf jeden Fall geil, ja, dass wir uns auf jeden Fall bald Plattformen herstellen können. Damit wir uns eine Base bauen können. Die Frage ist nur, wo bauen wir die Base? Sollen wir die uns direkt hier hinbauen oder sollen wir uns die woanders hinbauen? Das ist natürlich jetzt immer wieder die Frage, ne? So, eine Batterie nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich lasse jetzt hier die Pinguine wieder frei. Ja, die braucht doch kein Mensch erstmal. Und wenn, können wir uns die ja immer noch neu holen. Ich muss auf jeden Fall mal zusehen, dass ich jetzt gleich bald mal ein paar... So, tschüss. Ich glaube, die tiefe Stelle hätte ich mir gar nicht markieren brauchen. Ich muss gleich mal da unten noch hingehen. Wollen wir uns mal ein bisschen raustrauen, ne? Damit wir auch hier mehrere Sachen finden. Oh Leute, wir sind aber schon am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, ne? Ihr wisst Bescheid. Das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.